Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt. Heute mit einem großen geländefähigen Kombi, nämlich dem Audi A6 Allroad Quattro. Und mich interessiert jetzt mal, was braucht eigentlich so ein großer, schwerer Kombi mit einer 3 Liter Sechszylinder Dieselmaschine unter der Haube? Und diesmal nicht bei der Fahrt 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn, sondern diesmal hauptsächlich über die Autobahn und etwas länger. So, jetzt geht's los mit unserem Audi A6 mit der Verbrauchsfahrt. Ich muss heute nach Stuttgart bzw. Affalterbach zur AMG und habe da einen kurzen Termin und habe mir gedacht, ist eigentlich eine gute Idee, um mal zu schauen, was braucht so ein A6 Allroad eigentlich auf der Autobahn, wenn man so einen Wagen so nutzt, wie man ihn häufig nutzt, nämlich als Reisefahrzeug für längere Strecken. Und da habe ich mir gedacht, ist eigentlich eine gute Idee, das jetzt zu machen, denn das werden heute so, weiß nicht, 600 Kilometer um den Dreh wahrscheinlich dann doch werden. Und das hielt ich einfach für praktisch. Und deswegen fahren wir jetzt einmal hier los in meiner Heimatstadt quasi in Landshut. Ich habe das Auto gerade vollgetankt und jetzt machen wir uns mal Richtung Autobahn, wobei wir erstmal durch den morgendlichen Stau müssen, wahrscheinlich auf der Autobahn weiterhin durch den Stau fahren. Aber das gehört eben auch dazu, wenn man reist, dass man eben ja manchmal Voraussetzungen findet, die nicht so absolut optimal sind. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee, um mit dem Auto mal zu erfahren, wie verhält er sich eigentlich auf der Langstrecke, unser Audi A6 Allroad. Wie immer habe ich hier im Fahrzeug die Klimaanlage auf 22 Grad eingestellt und habe es mir gemütlich gemacht, habe mich vernünftig eingerichtet. Wir haben aktuell eine Außentemperatur von nur 14,5 Grad. Das wird sicherlich heute im Laufe des Tages noch ein bisschen mehr, sodass die Klimaanlage dann vielleicht doch noch was zu tun kriegt. Und wie immer fahre ich, naja, wie es fürs Auto und die Verkehrssituation angebracht ist. Natürlich fahren wir im Rahmen der Geschwindigkeitsbeschränkungen und schauen dann mal, was denn so ein großes, schweres Fahrzeug, so ein Kombi mit Allradantrieb dann brauchen wird. Mein Testwagen hier, der hat den V6 3 Liter Turbodiesel an Bord und der liefert im Fahrzeug 286 PS. Das Ganze gekoppelt mit 620 Newtonmeter maximales Drehmoment, also ordentlich Leistung. Und der ist hier dann noch gekoppelt mit dem Automatikgetriebe von Audi. Und Audi sagt, dass der Wagen nach dem neuen Messverfahren WLTP 7,8 Liter auf 100 Kilometer brauchen soll. Bin mal sehr gespannt, wo wir tatsächlich landen. Denn ich werde natürlich zwischendurch, wenn es geht, auch mal etwas flotter fahren, so wie man das auf der Autobahn eben tut. Und aber wir schauen mal, ob wir an diesen Wert rankommen, ob wir den deutlich überschreiten oder ob man sich auf diesen neuen Wert laut WLTP verlassen kann. Mit 1,90 Meter Breite ohne Außenspiegel ist der Audi A6 Allroad von vorne schon eine recht imposante Erscheinung. Und das Ganze wird unterstützt durch diesen extrem breiten, großen Kühlergrill der neuen Audi A6 Modelle. Außerdem ganz wichtig bei uns beim Allroad, da ist der in dieser Alu-Optik, in dieser mattierten Alu-Optik gehalten, genauso wie hier unten die Schürze. Und ich finde, dass diese Schürze dafür sorgt, gerade mit den seitlichen Flaps, dass der Wagen extrem kraftvoll und dynamisch von vorne daherkommt. Ganz wichtig ist, der A6 Allroad hat serienmäßig bereits Voll-LED-Scheinwerfer an Bord mit LED-Tagfahrlicht. Unserer hier hat aber die aufpreispflichtigen Matrix-LED-Scheinwerfer an Bord. Die kosten 1.550 Euro. Es gibt auch noch HD-Matrix-LED-Scheinwerfer, dann mit dynamischem Blinklicht vorne und hinten. Das haben wir hier nur hinten. Die würden aber dann über 2.000 Euro kosten. Was mir an der Front leider so gar nicht gefällt, das hatte ich bereits beim normalen A6 moniert. Das sind hier diese Sensoren, die in den Kühler eingelassen sind. Ich finde einfach, das hätte man vielleicht ein bisschen dezenter machen können. Ein Audi A6 Basismodell, das gibt es ab rund 47.000 Euro. Der Allroad ist allerdings einen ganzen Tacken teurer. Das heißt also, dass die kleinste Variante vom Audi A6 Allroad anfängt bei über 60.000 Euro. Unserer hier mit dem 286 PS Motor, der startet erst bei 64.500 Euro. Dafür ist er dann aber auch
recht ordentlich ausgestattet, bereits in der Basis. Aber nach oben ist noch reichlich Luft. Und damit ihr mal so ein Gefühl dafür kriegt, was er so in der Basis mitbringt und vor allen Dingen, was unser Testwagen hier kostet, blende ich euch jetzt hier mal kurz die Basisausstattung, die wichtigsten Elemente ein und natürlich auch die Zusatzausstattung unseres Testwagens. Wobei das jetzt einen Moment dauern kann, denn die Liste hier vom Testwagen, die ist relativ lang. Für den Weg hin zu meinem Termin sagt mir das Navi aktuell, dass ich noch so etwas über 320 Kilometer vor der Brust habe und dass ich da um 11 Uhr ankommen soll. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wir haben jetzt gerade mal so rund 7:30, dann ist das doch relativ lange für diese Strecke. Deswegen gehe ich davon aus, ich werde zwischendurch ein bisschen im Stau stehen oder zumindest zähfließenden Verkehr sehen. Und auch da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das hier beim Audi auf den Verbrauch auswirkt. Ob der die Pausen nutzt, um den Durchschnittsverbrauch zu drücken, oder ob er das Rumstehen überhaupt nicht mag. Mich würde übrigens mal interessieren, wie ihr dieses angepasste Format findet. Ich mache weiterhin die 100 Kilometer Tests, aber wenn es sich halt ergibt, dann habe ich mir vorgenommen, öfter mal so eine Langstrecke zu machen, wenn es irgendwie gerade bei mir in die Termine passt. Mich würde wirklich mal interessieren, ist das was, was man öfter machen sollte? Oder sagt ihr, Mensch Lars, bleib bei den 100 Kilometern, diese Langstrecken, die Autobahnfahrten interessieren uns nicht. Dazu bitte gerne mal einen Kommentar abgeben, freue ich mich drüber. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich auch über ein Like oder am meisten natürlich immer noch über ein neues Abo. So, da ist meine Autobahnauffahrt. Aktuell geht es erstmal Richtung München. Und drückt mir mal die Daumen, dass ich nicht ganz so viel im Stau stehe. Unser A6 Allroad, der präsentiert sich in der Farbe Typhoon Grau Metallic. Das ist leider nicht Serie, sondern kostet 1000 Euro extra. Was an der Seite sofort auffällt, ganz klar, diese Rathausbeplankung und auch der seitliche Schweller, typisch Audi Allroad. Und die gibt es serienmäßig, bei uns sind die in Hochglanz. Wichtiger ist aber eigentlich, was da drin steckt, denn hier sind 20 Zoll Gussräder am Fahrzeug verbaut. Und die sind leider nicht kostenlos, der Normal steht auf 18 Zollern. Die hier kosten 2200 Euro extra. Wenn wir uns den Wagen weiter anschauen, dann sehen wir hier Dachreling in Schwarz, ist Serie. Außenspiegel in Wagenfarbe, ebenfalls Serie. Und was ganz wichtig ist, natürlich an der Seite der Quattro-Schriftzug. Und beim Auto ein wichtiges Detail, leider aufpreispflichtig, sieht man nämlich gar nicht, sind die Fensterscheiben. Denn das ist Akustikverglasung, macht das Auto einfach leiser, kostet aber leider 500 Euro extra. Ein wichtiges Detail gibt es außerdem hier an der Hinterachse, denn das Fahrzeug hat die aufpreispflichtige sogenannte dynamische Hinterachslenkung mit an Bord. Kostet 1900 Euro, sorgt aber dafür, dass der Wagen einfach viel stabiler fährt, gerade bei hohen Geschwindigkeiten, denn die Hinterachse lenkt quasi parallel zur Vorderachse leicht mit. Wenn ich in der Stadt also sehr langsam fahre und wenden will, dann lenkt die in die Gegenrichtung auch minimal, aber das sorgt zum Beispiel dafür, dass sich der Wendekreis bei so einem Fahrzeug um rund 1 Meter reduziert. Sprechen wir doch mal über das Thema Platzangebot hier im Audi A6. Also als Fahrer und oder Beifahrer sitzt man hier vorne, was den Platz angeht, wirklich sehr ordentlich. Wie ihr sehen könnt bei mir, ich bin nun nicht gerade der Schmalste. Ich habe hier richtig viel Raum. Ich kann eben typisch Audi das Lenkrad schön nah zu mir ranziehen, kann es wirklich optimal positionieren und finde so auch im Fahrzeug sehr schnell eine wirklich komfortable Sitzposition. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Beifahrer. Hinter mir ist auch noch ordentlich Platz, wie viel Platz aber tatsächlich, das probieren wir einfach nochmal aus bei einem kurzen Zwischenstopp. Wir schauen wie immer, ob ich hinter mir sitzen kann. So, und jetzt der versprochene Zwischenstopp, um zu schauen, wie viel Platz ist eigentlich hinten in meinem A6 Allroad. Vor allem, wenn ich vorne sitze. Sitz ist gleich, nicht verstellt. Einmal einsteigen, das geht relativ einfach. Und, wow, also hier habe ich Platz. Am Kopf, so viel, stimmt. Vor den Knien auch nochmal, ja, 5 cm. Das Einzige, was ein bisschen höher sein könnte, ist die Kopfstütze, aber ich bin halt auch nicht Gardemaß. Also hier könnte ich auch für eine längere Strecke problemlos hinter mir sitzen. Wenn man hier im Audi A6 Allroad über das Thema
Verarbeitung und Materialien spricht, dann ist das eigentlich, wie ich finde, eine echte Freude, drüber zu sprechen. Denn der Wagen ist, wie ich finde, sehr, sehr schön gemacht. Wir haben hier schöne Materialien, viel Leder, Alcantara, Oberflächen in der Glanzoptik. Wir haben so Aluminiumelemente oder Chromelemente hier im Fahrzeug. Und das Ganze ist wirklich erstklassig verarbeitet. Und ich finde, Audi hat es hier geschafft. Die haben so eine klare Linie im Auto. Alles sehr, sehr fein, sehr clean. Und haben hier im Fahrzeug, auch gerade hier vorne im Bereich des Armaturenbretts, einfach sehr schöne Elemente eingebaut. Zum Beispiel habe ich hier so einen Versatz drin, unterhalb der Lüftungsausströmer. Das ist einfach ja, sehr schön anzusehen. Das wirkt so ein bisschen skulptural, macht einfach nur Spaß, sich das Ganze anzuschauen. Wie gesagt, ist auch sehr ordentlich verarbeitet. Was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt, ist, dass wenn man in diese Lüftungsströmer reinguckt, dass man da so tief reinschauen kann. Das liegt einfach, glaube ich, an der Größe dieser Öffnung oder daran, dass sie eben nur so wenig Lamellen haben, um den Luftstrom, die Richtung des Luftstroms einzustellen. Aber insgesamt, wenn ich mir das hier anschaue, das ist so wunderschön gemacht. Dazu kommt hier im Fahrzeug noch das Ambientlicht, das ich hier im Auto so einstellen kann, dass es sich dem Fahrmodus anpasst. Das heißt, wenn ich zum Beispiel normal fahre, so wie jetzt, dann ist es, glaube ich, weiß. Und wenn ich das umstelle auf Sport, das Fahrzeug, dann wird es rot. Und das hat man hier einfach sehr schön eingearbeitet. Das habe ich nicht nur in den Türen hier vorne irgendwo im Armaturenbrett, sondern gerade in dieser Spange, die sich nachher ums Infotainment rumzieht, auch noch drin. Und selbst der Quattro-Schriftzug hier vorne im Armaturenbrett, selbst der ist beleuchtet. Und ich finde, das ist wirklich gelungen. Ich habe jetzt mal meinen Tempomaten hier auf 160 eingestellt, denn aktuell ist die Bahn noch frei. Und ich denke mir, jede Minute, die ich jetzt gut machen kann, die muss ich nachher nicht länger im Auto sitzen. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Der A6 Allroad ist schon ziemlich flott unterwegs, wenn man das möchte. Aber wir wollen es ja heute nicht unbedingt auf die Spitze treiben. Ich werde zwischendurch mal gucken, ob wir die Höchstgeschwindigkeit erreichen. Aber das ist nicht das Hauptziel des heutigen Tests. Was beim Fahren hier im Audi unglaublich positiv auffällt, das ist für mich das Fahrwerk, gerade auf der Autobahn. Da spielt es überhaupt keine Rolle, wie schnell oder langsam ich fahre. Der liegt einfach immer unglaublich satt auf der Straße. Die Lenkung hier vom Fahrzeug ist richtig schön präzise, macht auf der Autobahn, gerade auf der Autobahn auch einen wirklich sehr ordentlichen Job. Und auch wenn man den Wagen extrem schnell fährt, also wirklich Richtung Höchstgeschwindigkeit geht, hat man immer das Gefühl, dass der Grip ohne Ende hat, dass er einfach ruhig auf der Straße liegt, dass er jederzeit perfekt kontrollierbar ist. Und das muss ich sagen, gibt mir gerade hier auf der Langstrecke wirklich einfach nur ein gutes Gefühl. Ich habe in meinem Testwagen hier die beiden Assistenzpakete Stadt und Tour mit an Bord. Die kosten zusammen so rund 3000 Euro extra, aber damit habe ich natürlich eine Riesenmenge an Assistenzsystemen mit an Bord. Und mit dabei ist hier im Fahrzeug unter anderem dann, dass ich einen adaptiven Tempomaten habe, also der passt die Geschwindigkeit an, und dass ich hier im Fahrzeug außerdem auch einen aktiven Spurhalteassistenten habe, der den Wagen immer auf der, sag mal, Fahrbahnmitte der jeweils gewählten Spur hält. Das funktioniert wirklich sehr, sehr ordentlich. Hier kann man im Auto, sag mal, gefühlt lesen beim Fahren, sollte man nicht tun. Es fühlt sich aber so an, als wenn der Wagen wirklich so sehr von alleine fährt. Was mir hier nicht ganz so gut gefällt, ist, wenn ich diesen Spurhalteassistenten übersteuern will. Also das heißt, wenn ich mal zum Beispiel nach dem Überholvorgang auf der Autobahn wieder zurück will auf die andere Spur, dann lässt er das natürlich zu, dass ich übersteuere. Aber bei den meisten Autos ist es so, ich habe einen leichten Gegendruck und sobald er merkt, okay, der meint das ernst, lässt er mich das Ganze machen. Hier beim Audi ist das so, dass es am Anfang sich ganz ähnlich anfühlt. Dann, wenn man aber eigentlich gefühlt schon über die Linie ist, dann drückt er nochmal zurück. Und das sorgt für so ein leichtes Schaukeln. Das kann man unterbinden, indem man blinkt, wie bei allen anderen Systemen auch. Das, muss ich dazu sagen, vergesse ich aber gerne mal, wenn ich zurück will. Und dann ist das einfach so ein bisschen störend. Da fände ich es einfach schöner, wenn der ja da etwas nachgiebiger wäre. Ist aber wahrscheinlich ein Luxusproblem oder einfach bedingt dadurch, dass ich stumpf zu oft vergesse zu blinken. Was mein Audi ebenfalls mit an Bord hat, das ist das, was Audi früher mal eingeführt hat als, ich glaube, sie nannten es prädiktiver Effizienzassistent. Das heißt, dass der Wagen A mit der Verkehrszeichenerkennung arbeitet, die wir hier übrigens auch an Bord haben, und B auch mit Navigationsdaten, um zum Beispiel
Geschwindigkeitsbeschränkungen vorab schon zu erkennen, bevor sie eigentlich überhaupt in Kraft treten und dann praktisch am Schild dieser Geschwindigkeitsbeschränkung das Fahrzeug bereits auf die vorgegebene Geschwindigkeit herunter oder herauf geregelt zu haben. Das funktioniert hier im Auto wirklich sehr gut und das Schöne dabei ist, ich habe halt überhaupt kein Problem mehr damit, dass ich irgendwelche Geschwindigkeiten überschreiten könnte, denn das System läuft wirklich zuverlässig. Man wird so ein bisschen zum Verkehrshindernis, weil natürlich alle anderen immer einen Hauch zu schnell fahren und natürlich immer erst am Schild anfangen zu bremsen, zumindest die meisten. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber grundsätzlich finde ich das eine sehr schöne Idee. Dieses System mit dem automatisch die Geschwindigkeitsanpassen und auf Basis der Verkehrszeichenerkennung hat jedoch einen kleinen Nachteil. Und zwar passiert es hier auf der Autobahn immer mal wieder, wenn man zum Beispiel innerhalb eines Bereichs fährt, wo ein Autobahnkreuz oder eine Abfahrt kommt, dann ist es mir immer mal wieder passiert, dass der Wagen nicht nur die Schilder auf der eigentlichen Autobahn erkennt, sondern auch das Schild, das zur Abbiegespur gehört. Und so habe ich es hier zum Beispiel gehabt, dass er plötzlich auf 60 km/h runterregeln wollte und das nur, weil eben für die Ausfahrt 60 km/h vorgeschrieben waren. Und ähnliche Dinge habe ich auch schon gehabt bei einer parallel laufenden Spur zur Autobahn, zu meiner eigentlichen Fahrstrecke, dass er eben auch da die Schilder erkennt und auf diese Geschwindigkeit runterregeln möchte. Und da muss man halt dann doch hier und da mal die Augen aufhaben, weil wenn man mit 130 fährt und der Wagen plötzlich sagt, hallo, ich will jetzt 60 fahren, dann reduziert er die Geschwindigkeit halt relativ zügig. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass das ein Hintermann sehr schnell irritiert. So, wir haben jetzt die ersten 30 Kilometer geschafft. Und bei normaler Fahrt würde ich sagen, meistens Zeit so 120, 130. Und sind jetzt aktuell bei einem Durchschnittsverbrauch angezeigt von 8 Litern. Aktuell kann man da nicht viel Schlechtes zu sagen. Wichtig ist übrigens noch bei diesem prädiktiven Effizienzassistenten, dass der auch aufgrund der Navigationsdaten Kurven und Kreisverkehre und solche Dinge erkennt und auch da automatisch die Geschwindigkeit anpasst. Und das hat gerade bei der Landstraßenfahrt große Vorteile, denn es gibt ja häufiger mal etwas engere Kurven auf der Landstraße und das Auto weiß das vorher und will dann eben nicht mit 100 Kilometern in der Stunde da durchfahren, sondern würde vorab schon mal die Geschwindigkeit entsprechend reduzieren. 120 und das Fahrzeug regelt jetzt runter. Hier kann er eben nicht vorab runterregeln, weil er diese Beschilderung natürlich nicht in Navigationsdaten hat, sondern eben live erkennen muss. Und jetzt hat er die 80 erkannt, hat auch dahin geregelt. Und jetzt fahre ich eben genau mit 80 und sehe schon den ersten hinter mir, der die Augen verdreht, weil eigentlich wird er hier wahrscheinlich lieber mal 90 fahren. So nach dem Motto, wenn ich dann erwischt werde, ist es nicht so teuer. Aber der Audi hier ist der Meinung, 80 fahren wir, wenn 80 dran steht. Was man hier am Heck schön sehen kann, das ist Audi-typisch, diese breit ausgestellten Radhäuser. Und die sorgen einfach dafür, dass der Wagen von hinten richtig kraftvoll auf der Straße steht. Außerdem ganz wichtig, was natürlich nicht fehlen darf, ist das Allroad und das Quadro-Zeichen am Heck, damit jeder sofort weiß, um was für ein Auto es hier geht. Wenn wir uns das Fahrzeug insgesamt anschauen, dann haben wir hier schön so eine Verbindung zwischen den beiden Rückleuchten. Und ganz wichtig bei den Rückleuchten ist, die sind bei uns in LED-Technik ausgeführt. Und da wir das Matrix-LED-Paket bestellt haben, hier zumindest bei unserem Testwagen, haben wir hier auch noch den dynamischen Blinker. Und um das ganze Paket Allroad abzurunden, gibt es hier unten noch einen angedeuteten Unterfahrschutz in Alu-Optik. In meinem Testwagen finde ich drei große Monitore, denn ich habe hier an Bord das Paket, das nennt sich Audi MMI Navigation Plus inklusive Virtual Cockpit Plus. Und das bedeutet, ich habe hier im Audi das 12,3 Zoll große Virtual Cockpit hier vorne und ich habe hier ein 10,1 Zoll großes Navigationssystem und darunter habe ich nochmal ein großes Display zur Bedienung zum Beispiel der Klimaanlage. Und wenn ihr euch über den Lärm im Auto wundert, ich fahre jetzt gerade mal 180, einfach mal um so ein bisschen Strecke zu machen. Wenn wir uns das Cockpit hier vorne anschauen, das ist wirklich sehr schön. Audi hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe, das Virtual Cockpit relativ früh, also im Programm. Ist nach wie vor sehr schön. Ich habe hier, wie wir das kennen, von anderen Volkswagen oder Volkswagen-Gruppenmodellen die Möglichkeit, auf eine View-Taste zu drücken, um halt zum Beispiel die Anzeige zu verändern. Ich kann die Inhalte der
des Cockpits vorne verändern. Was will ich jetzt gerade sehen? Wie zum Beispiel jetzt die große Karte oder wenn ich wieder auf View drücke, den Drehzahlmesser und das Tacho. Und das funktioniert sehr, sehr gut und das bietet mir einfach unglaublich viele Informationen, lässt sich eben auch so anpassen, wie ich es gerade haben möchte. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Dieses Paket übrigens kostet knapp unter 2400 Euro, aber damit habt ihr eben diese sehr große und sehr schöne Ansicht hier vorne im Cockpit und vor allen Dingen auch hier im Navigationssystem bzw. Infotainment. Das Infotainment-System ist ganz, ganz spannend, denn das hat ein Display mit einem Touch-Response. Das heißt, wenn ihr irgendwo drauf drückt, dann macht es Klick. Es fühlt sich an, als würdet ihr in dieses Display reindrücken. Das funktioniert sehr gut. Das bietet eine Unmenge an Informationen über das Fahrzeug. Ich habe Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann die Navigation verstellen. Also alles, was man so heute kennt. Sehr schön, optisch sehr schön gestaltet, finde ich alles sehr klar, sehr ordentlich. Und auch hier kann ich mir natürlich, so wie bei mir jetzt gerade, die Karte anzeigen lassen, wo ich dann auch wieder alle möglichen Dinge sehe, die mich aktuell gerade interessieren, bezogen auf meine Route. Wobei, mit der Kartenansicht im Cockpit fällt das weg. Ganz spannend ist, ich habe hier im Auto auch die Möglichkeit, per Apple CarPlay bzw. Android Auto mein Mobiltelefon anzubinden, was ich gemacht habe. Und wenn ich hier auf Apple CarPlay gehe, dann ist dieses Touch-Response weg. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass Apple CarPlay das nicht unterstützt, aber es ist ganz witzig. Man erwartet eigentlich, wenn man dieses Screen benutzt am Anfang, ungewohnterweise, dass man es nur berührt und es funktioniert, tut es aber nicht, man muss halt drücken. Und wenn man dann Apple CarPlay nutzt, dann drückt man und es ist gar nicht nötig. Also das so als kleine Anekdote nebenbei. Was ich bei mir im Auto übrigens außerdem habe, das ist das Head-Up-Display. Und das ist auch aufpreispflichtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es einfach mit dem Head-Up-Display Auto zu fahren, denn ich kann mich tatsächlich komplett auf die Fahrbahn konzentrieren, muss nicht immer noch hier unten oder auch ins Cockpit schauen, sehe die wirklich wichtigsten Informationen immer direkt vor mir quasi auf die Straße projiziert und das funktioniert hier im Fahrzeug wirklich sehr ordentlich. Das ist alles da, wo es hingehört, alles genauso, wie ich es haben will und macht für mich das Fahren einfacher und auch sicherer. So, jetzt hat es gerade jemand eilig, der hat mich gerade angeblinkt, dass ich ihm zu langsam bin bei 180 und kommt jetzt ganz langsam vorbei. Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, um mal zu schauen, wie schnell unser Audi wirklich ist. By the way, zum Thema schnell, wir haben jetzt die 100 Kilometer geknackt, sind bis jetzt recht ruhig gefahren, weil viel Verkehr war und auch viele Geschwindigkeitsbeschränkungen. Aktuell liegt unser angegebener Verbrauch vom Wagen hier bei 7,3 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Das finde ich persönlich eine sehr ordentliche Zahl, denn das liegt eben noch unter dem angegebenen WLTP-Wert. Ich denke aber, wenn wir mal versuchen, ein bisschen schneller zu fahren, dann werden wir diesen Wert sicherlich noch verändern, sagen wir es mal so. Das mit dem so schnell wie möglich fahren wird hier, glaube ich, gerade nichts, denn da vorne ist so ein Kleinlaster, der uns den Weg blockiert. Mal eine kurze Info zum Thema Sitze hier vorne im Audi. Ich finde, die Sitze sind im Grunde genommen bequem, bieten auch ausreichend Seitenhalt, könnte ein bisschen mehr sein, aber ansonsten wirklich, wirklich gut. Das Einzige, was mir auffällt auf der Langstrecke, da merke ich dann doch, dass mein Rücken irgendwann anfängt zu meckern. Das habe ich bei anderen Modellen besser gesehen. Ich weiß auch, dass Audi das mit anderen Sitzen besser kann. Ich würde da auf jeden Fall empfehlen, guckt mal, ob ihr Sportsitze kriegt im Audi und probiert das vielleicht einfach im Autohaus vorher mal aus, wie die sind. Denn meine Sitze sind zwar komfortabel und bieten zum Beispiel auch hier im Fahrzeug eine Sitzheizung mit an und ich habe auch natürlich eine Lordosenstütze, aber ich weiß, es gibt die auch mit deutlich mehr Verstellmöglichkeiten und es gibt sie vor allen Dingen auch mit Belüftung und mit Massagefunktion und das kann natürlich auf langer Strecke dann schon den Unterschied machen und aus eigener Erfahrung sage ich euch, das mag sich jetzt hochnäsig anhören und verwöhnt, wenn ihr die richtigen Sitze im Auto habt, gerade wenn ihr Langstrecken fahrt, da macht der Sitz so einen großen Unterschied und ich habe dies mit der Massagefunktion immer mal wieder in Fahrzeugen und ich habe schon in Autos gesessen, da hast du nicht das Gefühl, du steigst entspannter aus, als du einsteigst und das auch nach 500 Kilometern Fahrstrecke und deswegen für Leute, die viel und lange Strecken fahren, probiert einen anderen Sitz aus als den Standardsitz hier im Allroad, falls das euer Auto sein soll. Mein Testwagen, der hat übrigens die Allradlenkung mit an Bord. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Wagen, wenn man im Stadtverkehr unterwegs ist, also
oder bei geringer Geschwindigkeit unterwegs ist, quasi die Hinterräder entgegengesetzt den Vorderrädern einschlägt, leicht, um das Kurvenfahrverhalten zu optimieren und auch um den Wendekreis zu reduzieren, und dass er bei hohen Geschwindigkeiten quasi die hinteren Räder ebenfalls in die gleiche Richtung wie die Vorderräder lenken lässt, um einfach den Spurwechsel zum Beispiel bei hoher Geschwindigkeit stabiler auszuführen. Und das ist sicherlich ein Grund dafür, dass mein Fahrzeug, wie ich schon gesagt habe, wirklich, naja, wie war das Slogan von Audi früher, wie auf Schienen fährt und sich immer extrem gut anfühlt auf der Straße. Das Interessante bei mir ist, oder das Komische bei mir ist, in der Ausstattungsliste meines Audi steht zwar die Allradlenkung drin, aber ohne Aufpreis. Wenn ich jedoch in die Preisliste gucke, dann kostet diese Ausstattung extra Geld. Da kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, woran das liegt. Ich habe versucht, das rauszufinden, aber leider noch keine Antwort bekommen. Vielleicht erfahre ich das ja noch, bevor ich meine Abmoderation mache. Nichtsdestotrotz kann ich nur sagen, mit so einer Allradlenkung an Bord liegt so ein Auto einfach richtig klasse. Das erste Mal ausprobiert habe ich das, als der Q7 vorgestellt wurde, und war auch damals schon wirklich davon überrascht, wie viel agiler so ein Auto sich anfühlt und wie viel, ja, leichter der einfach unterwegs ist. Deswegen, wenn ihr selber einen A6 Allroad bestellen wollt, dann probiert es auf jeden Fall mal aus bei einer Testfahrt, ob ihr so ein Auto mit Allradlenkung fahren könnt oder dürft. Denn ich denke, das ist ein sinnvolles zusätzliches Feature, das auf jeden Fall A für mehr Dynamik und B für mehr Sicherheit sorgt. Bezogen auf die Assistenz- und Sicherheitssysteme hat der Audi A6 Allroad bereits in der Basis zum Beispiel einen Tempomat mit an Bord. Er hat aber auch das Audi PreSense Front und das Audi PreSense Basic mit an Bord. Also das heißt, ich habe hier zum Beispiel einen Kollisionswarner, Notbremsassistent, und ich habe auch einen Spurverlassenswarner bereits, ja, in der Basis mit dabei. Aber bei Audi könnt ihr halt wirklich so viele Assistenz- und Sicherheitssysteme dazu konfigurieren, dass ich eigentlich gar nicht alle aufzählen kann. Hier gibt es halt einen adaptiven Tempomat, einen aktiven Spurhalteassistenten, eine Rückfahrkamera sowieso, 360-Grad-Kamera, es gibt einen Querverkehrswarner, es gibt eine Verkehrszeichenerkennung, es gibt hier Unmengen an Assistenzsystemen, und ganz wichtig, die gibt es auch zum Teil verpackt in Paketen. Und das kann ich einfach nur empfehlen, dass ihr da mal schaut, welches Paket oder welche Pakete für euch passend sind. Dann habt ihr immer eine schöne Kombination, die tatsächlich sinnvoll zusammengestellt ist, bei der man vielleicht auch noch die ein oder andere Mark oder den einen oder anderen Euro sparen kann, wenn man sich das Fahrzeug so konfiguriert. So, jetzt habe ich meine 200 Kilometer voll. Das heißt, wir bleiben noch ziemlich genau 100 Kilometer Reststrecke für das Zwischenziel. Und ich bin jetzt zwischendurch mal eine Zeit lang ein bisschen flotter gefahren, hatte aber auch immer mal wieder Baustellen oder Geschwindigkeitsbeschränkungen, und habe jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit für meine Gesamtstrecke von 102 Kilometern in der Stunde, und mein Verbrauch hat sich ein bisschen nach oben verschoben. Der liegt jetzt bei 8,0 Litern auf 100 Kilometer. Bitte nicht von der Zeit, die ich unterwegs bin, irritieren lassen, denn also die Zeit hier, Gefahrzeit muss stimmen, aber die Zeit auf der Uhr sicherlich nicht, denn ich habe gerade eine kurze Pause gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, für eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde sind 8 Liter völlig in Ordnung bei dem großen Auto hier. Und wie gesagt, ich bin halt auch zwischendurch mal 180 gefahren. Höchstgeschwindigkeit habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber weiterhin versuchen. Nur aktuell hat es gerade ein bisschen angefangen zu regnen, und auf der feuchten Straße muss ich jetzt keine 250 fahren. Mal kurz was zum Thema Motor, Getriebe oder Kraftübertragung hier im Auto. Ich habe halt diesen 286 PS starken 3 Liter Sechszylinder unter der Haube, und der ist hier in meinem Audi Allroad Quattro gekoppelt mit einem 8-stufigen Automatikgetriebe und natürlich mit Allradantrieb, mit dem Audi Quattro Antrieb. Und das ist ein Paket, das macht einfach richtig Spaß. Der Wagen ist schön ruhig zu fahren, einfach nur ein Wagen, wo man so diese Kraft merkt, aber er ist dabei überhaupt nicht irgendwie unruhig oder nervös, fährt sich einfach sehr schön souverän, sehr schön ruhig. Und wenn man eben drauf tritt, dann kommt auch wirklich was, dann beschleunigt er auch gut. Höchstgeschwindigkeit 250 bin ich zwischendurch tatsächlich schon mal gefahren mit dem Auto, zwar noch nicht während dieser Testfahrt hier, aber bin ich schon gefahren. Auch da immer noch so, dass man zügig durchbeschleunigen kann und dass man sich dann auch noch einfach wohlfühlt. Der Wagen ist, wie ich finde, für sein Gewicht von rund 2 Tonnen, mit 2 Tonnen Leergewicht,
wirklich noch recht agil unterwegs. Sicherlich ein Grund auch die Allradlenkung. Aber er fährt sich einfach gut. Und das Schöne bei diesem Motor ist, der läuft so ruhig und er wirkt trotzdem so, als wenn er nicht so ein richtiger Schluckspecht wäre. Denn ich bin den Wagen auf einer anderen Langstrecke schon mal gefahren und da habe ich wirklich das Auto fliegen lassen und war bei einem Verbrauch von etwas über 9 Litern, wirklich knapp über 9. Und da habe ich wirklich Gas gegeben, war also sehr schnell unterwegs, weil auch wenig Verkehr war. Das finde ich für so ein großes Auto völlig in Ordnung. Der macht dann einfach richtig Spaß. Man hat natürlich hier im Fahrzeug noch die Möglichkeit, die unterschiedlichen Fahrmodi zu wählen. Und da gibt es eben zum Beispiel auch einen Sportmodus, den ich hier einschalten kann. Oder es gibt zum Beispiel dann, nennt sich hier bei den Dynamik, es gibt die Möglichkeit auch einen besonders effizienten Modus einzuschalten oder eben einen sogenannten Automatikmodus. Den habe ich bei mir aktiv, sodass das Fahrzeug quasi immer so ein bisschen wählen kann, wie stimme ich jetzt gerade was ab. Aber wenn man eben auf Sport geht, dann wird er nochmal ein bisschen aggressiver, ein bisschen straffer. Und dann kann man eigentlich aus dem Motor noch mehr rauskitzeln, sag ich mal, oder aus dem Fahrzeug. Wichtig ist aber auch, ich finde, dass es eigentlich keinen Grund gibt, bei einem A6 noch größeren, leistungsstärkeren Benziner zu nutzen. Klar, es gibt einen RS6, macht einen Mörderspaß, ist im Endeffekt ein Kombi mit richtig viel Platz, aber allem, was man unter der Haube und unter dem Blech sieht, das ist eher Sportwagen als alles andere. Aber wenn man, sag mal, normal ist oder normal fährt, dann ist so ein 3 Liter Diesel so kräftig und bringt so viel Fahrspaß, dass es eigentlich wirklich keinen Grund gibt, hier noch mehr zu wollen. Denn 250 Spitze, was soll das? Der Wagen hat auch einen entsprechenden Beschleunigungswert. Ich glaube 5,9 von 0 auf 100. Ist wirklich agil, macht wirklich Spaß. Und ja, schneller als 250 zu fahren, ist eh eher selten der Fall. Deswegen wäre so mein Tipp, wenn man gerade, wenn man viel fährt und lange Strecken fährt, der 3 Liter Diesel reicht immer. Für den Audi A6 gibt es grundsätzlich eine riesen Motorenpalette, denn die fangen an mit Leistung bei 163 PS bis hoch, wenn wir den neuen RS6 mit dazu nehmen, mit 600 PS. Bei dem Allroad sieht die Welt ein bisschen anders aus, denn hier gibt es nur 3 Liter 6-Zylinder Dieselaggregate und die liefern 231 bis maximal 349 PS. Wichtig bei den Fahrzeugen ist, immer mit an Bord ist die 8-stufige Automatik und natürlich, da es ein Allroad ist, auch der Quattro-Antrieb. Ein weiterer Grund übrigens für diesen hohen Fahrkomfort im Fahrzeug und die gute Straßenlage ist sicherlich, dass der A6 Allroad serienmäßig ein Luftfederfahrwerk an Bord hat und das ist für den Allroad speziell abgestimmt worden. Und das macht hier im Auto wirklich einen guten Job. Ich suche aktuell gerade nach Dingen, die mir hier im Auto nicht gefallen. Und es fällt mir extrem schwer, etwas zu finden, wo ich sage, nee, das ist es nicht. Wenn wir zum Beispiel uns das Infotainment anschauen, das hat im Vergleich zu vielen anderen von den ganz modernen Systemen immer noch Kurzwahltasten links an der Seite und zwar als Teil des Displays. Es hat immer noch einen Lautstärkeregler, finde ich persönlich nach wie vor toll. Wir haben hier einen Lenkrad, das relativ wenig Bedienelemente bietet, aber damit kann ich im Grunde genommen alles machen, was ich möchte. Ich habe hier, was ich sehr schön finde, für den Tempomaten einen separaten Hebel. Das haben einige Fahrzeuge aus der VAG-Gruppe oder aus der Volkswagen, aus dem Volkswagen-Konzern. Und das Schöne ist hier, ich kann die Geschwindigkeit mit dem leichten Tippen, also das Tempomaten, um 1 Stundenkilometer oder 1 km/h nach oben schieben. Wenn ich etwas fester drücke, geht das Ganze um 10 höher. Finde ich eine super Lösung. Macht einfach nur Spaß, so zu fahren. Ist super komfortabel. Und jetzt zum Beispiel, jetzt wird die Strecke frei. Jetzt kann ich es mal eben schnell auf 180 hochsetzen. Und los geht's. Also wirklich sehr gut bedienbar. Wenn ich mir das Interieur anschaue, normal finde ich immer irgendwas, wo ich sage, ah, mag ich nicht, gefällt mir nicht. Ist aber hier so gar nicht der Fall. Es ist einfach alles wirklich schön. Und es ist wirklich schwierig, hier was zu finden, wo ich sage, nee, das ist es nicht. Das Einzige, was ich eben hatte, war das Thema mit dem Spurhalteassistenten, mit diesem Gegenlenken und das Thema Verkehrszeichenerkennung, die halt hier und da gerne mal Schilder abseits der Strecke mit aufnimmt. Aber ansonsten, so leid es mir tut. Ich würde sagen, wenn mir was auffällt, dann sage ich hier, ja, ich hätte die Kopfstützen gern noch ein bisschen höher. Das geht nicht. Jetzt habe ich was gefunden, damit ist genug. Mir fällt nämlich sonst nichts ein.
So, jetzt habe ich gleich mein erstes Zwischenziel erreicht nach jetzt nicht ganz 300 Kilometern und bin so die letzten 35 Kilometer über Land gefahren und das macht sich sofort bemerkbar bezüglich auf den Verbrauch, denn jetzt zeigt der Wagen wieder an 7,5 Liter auf 100 gefahrene Kilometer, wie ich finde, ein sehr ordentlicher Wert. Durchschnittsgeschwindigkeit immer noch 98 Kilometer pro Stunde, also alles andere als langsam, wenn man über eine Strecke von 300 Kilometern spricht. Und ich mache jetzt gleich mal eben meine Termine und setze mich dann danach wieder ins Auto und dann geht es wieder zurück Richtung Heimat. Was man jetzt schon sagen kann, ich habe jetzt noch über 600 Kilometer Restreichweite. Angefangen habe ich, glaube ich, mit 840, hat er zumindest angezeigt, also jetzt noch über 600. Und da sieht man einfach, wenn man normal fährt, also nichts anderes habe ich getan, dann kann man mit so einem Fahrzeug wirklich eine recht ordentliche Strecke fahren, ohne dass man immer wieder auf die Tankstelle muss. Bis jetzt habe ich hier nichts zu vermelden, was mir negativ auffällt beim Fahren. Der Wagen macht auf der Landstraße genauso viel Spaß wie auf der Autobahn. Ist einfach ein sehr entspanntes, angenehmes Reisen. So, jetzt geht es gleich für mich wieder auf die Autobahn. Ich habe quasi den Weg zurück schon wieder gemacht, nachdem ich meine Termine wahrgenommen habe. Und wie man sieht, mag dieses Auto Landstraße fahren. Also wirklich nicht schlecht. 7,4 Liter zeigt er jetzt im Durchschnitt an. Finde ich persönlich einen wirklich sehr ordentlichen Wert für so ein großes Auto. Da gibt es eigentlich aktuell nicht viel, worüber man sich beschweren kann. Ich werde gleich auf der Autobahn mal schauen, ob ich nicht vielleicht mal ein bisschen flotter fahren kann, denn wenn ich so Richtung Heimat komme, dann wird es wahrscheinlich wieder zu voll werden, denn aktuell ist die Ankunftszeit mit 4:30 ausgerechnet, das wird später, weil ich mache garantiert noch eine Pause, aber vielleicht schaffe ich ja vorher mal so ein bisschen Feuer zu geben, dass wir einfach mal sehen, wie sieht es eigentlich mit dem Restkomfort aus bei Höchstgeschwindigkeit und wie fühlt es sich dann eigentlich an, der A6 Allroad. Ein wichtiges Thema für mich bei so einem großen Kombi ist auch immer das Thema Ablagefächer. Wie viel Platz hat er da eigentlich für Dinge, die man so mitnehmen will? Und der A6, der bietet hier normal große Türablagen vorne mit einem schräg eingesetzten Platz für Flaschen. Das gilt übrigens für Fahrer- und Beifahrerseite. Darüber hinaus habe ich hier links unterm Lenkrad ein Fach. Das ist unendlich tief. Ich weiß, was man da rein tun soll. Ich glaube, da passt ein Warndreieck rein oder so. Ich kann, meine ich, meinen ganzen Arm darin versenken. Ich habe keine Ahnung, wie man da jemals wieder was rauskriegen soll. Aber egal, groß, da passt auf jeden Fall ein bisschen mehr rein. Und dann findet man zusätzlich hier in der Mittelkonsole nochmal eine Becherhalter, also für zwei Becher, kleine Flaschen, wie auch immer. Und in der Mitte einen Platz, wo man zum Beispiel sehr schön den Autoschlüssel ablegen könnte. Und dann gibt es hier noch das kleine Fach unter der Mittelarmlehne. Das ist allerdings wirklich relativ flach und klein. Und da drin ist auch zum Beispiel der Platz fürs Telefon, fürs induktive Laden, also kabellose Laden des Telefons. Und da drin verbergen sich auch die USB-Anschlüsse. Das, was ich da ein bisschen schade finde, ich finde hier im vorderen Bereich keinerlei Anschlüsse. Und das finde ich immer ganz, ganz schön, wenn man die hat, denn da kann man nochmal eben das Kabel reinstecken und kann sein Handy dann quasi am Kabel hier vorne auch nutzen. Das geht hier, wie gesagt, nur schwierig. Ich habe zwar jetzt das Kabel rausgeführt, aber schöner finde ich es immer hier vorne. Nichtsdestotrotz, da ist Platz fürs Telefon, also Platz für zwei Telefone und da kann man auch einen Schlüssel und so weiter reinlegen, aber es ist halt kein großes Fach. Dann, wie gesagt, hier vorne finde ich keinerlei Ablagemöglichkeiten. Ich habe da noch ein vernünftig dimensioniertes Handschuhfach, habe logischerweise in den hinteren Türen ebenfalls Platz und auch in der hinteren Mittelarmlehne gibt es nochmal vernünftig einen Becherhalter für zwei Becher. Von daher denke ich, dass das völlig reicht. Wie gesagt, hier vorne, im vorderen Bereich der Mittelkonsole fehlen Ablagen. Das liegt aber daran, dass hier dieses dritte Display verbaut ist, mit dem man eben unter anderem die Klimaanlage steuert. Und das ist ein Plus an Bedienung, ganz klar, weil das wirklich schön übersichtlich ist und gut zu bedienen ist, aber eben Minus, wenn es da eben um Ablageflächen geht. Mit seinem starken V6 3 Liter Diesel und dem permanenten Allrad an Bord bietet sich der Allroad einfach an, um zum Beispiel Anhänger zu ziehen. Und an den hier dürft ihr bis zu 2,5 Tonnen dranhängen. Jetzt aber zum Kofferraum.
Das hier ist Teil des Pakets, das da heißt Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahlwarnanlage. Aufpreis 1340 Euro. Aber praktisch, wie ich finde. Jetzt aber tatsächlich zum Kofferraum. Der Audi bietet mit aufgestellter Rückbank 565 Liter maximales Ladevolumen. Das sind übrigens rund 70 Liter weniger als die E-Klasse als Kombi. Klappe ich die Rückbank um, dann wächst das Ganze an auf 1680 Liter. Das sind wiederum rund 140 Liter weniger als bei der E-Klasse als All-Terrain. Aber ich denke, das sollte mehr als ausreichen. Was mir hier sehr gut gefällt, das sind zum einen hier diese Schienensysteme an der Seite, wo ich einfach das Gepäck vernünftig verzehren kann. Und ganz wichtig, diese Ablage hier oben, denn die geht schön automatisch mit rauf und wieder runter. Und damit habe ich immer den Blickschutz für alles, was in meinem Kofferraum liegt. Ich habe übrigens jetzt während meiner Fahrt über Land immer mal wieder die Situation gehabt, wie vorher auch schon auf der Autobahn, dass die Verkehrszeichenerkennung hier im Fahrzeug nicht so zuverlässig läuft, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Es werden tatsächlich häufiger Schilder zum Beispiel erkannt, die eine Zusatzinformation haben, wie zum Beispiel 80 für PKWs oder darunter ein Schild 60 mit dem Hinweis für LKW. Da habe ich gerade eben zwei, dreimal das Problem gehabt, dass er das nicht erkannt hat. Immer mal wieder, wenn es zum Beispiel heißt von 17 bis 20 Uhr, dann hat er das erkannt. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt zwischendurch ein paar Mal gehabt, dass ich tatsächlich den automatisch eingestellten Temperaturbereich des Tempomaten überschreiben musste, also mit dem Gastritt oder mit eben dem manuellen Eingriff hier am Joystick, sage ich mal. Das finde ich persönlich ein bisschen schade und wundert mich auch ein bisschen, denn das kriegen andere auch hin. Und ich habe das in der Form und der Häufigkeit in anderen Fahrzeugen noch nicht gehabt. Wenn wir über das Thema Komfort hier im Auto sprechen, dann müssen wir mal über das Thema Geräuschniveau reden. Und der A6 Allroad ist wirklich ein sehr schön ruhiges Auto. Man kann hier jetzt bei aktuell 120 eigentlich fast ohne irgendeine Störung von außen sehr schön fahren. Hat wirklich kaum irgendwelche störenden Geräusche. Und so muss ich ganz ehrlich sagen, macht es tatsächlich Spaß zu fahren. Interessant ist, wenn man schneller wird, also auch bei hohen Geschwindigkeiten, ist das Geräuschniveau immer noch, wie ich finde, sehr niedrig und sehr angenehm. Und das trägt für mich ganz klar dazu bei, zu sagen, dass das definitiv ein wirklich gutes Reiseauto ist. Denn wenn man eben mal flotter unterwegs ist und die ganze Zeit so sitzen möchte, weil es zu laut ist oder sich eben nicht mehr unterhalten kann oder zum Beispiel auch ganz wichtig, nicht mehr telefonieren kann, dann ist das, nützt einem die ganze Geschwindigkeit nicht, denn da verliert man einfach viel zu viel an Zeit, die man normalerweise sinnvoll nutzen könnte. Und da kann ich nur sagen, beim Audi jetzt überhaupt kein Problem. Ich beschleunige jetzt gerade mal. Sind jetzt bei 140. Da ist aber der Fahrbahnbelag hier ist nicht der allerbeste. Aber jetzt, trotzdem der Wagen in der Beschleunigung ist, ist es immer noch nicht laut im Fahrzeug. Wir fahren jetzt aktuell 160. Und ich habe hier, wie ich finde, ein sehr, sehr angenehmes Geräuschniveau. Fühle mich hier wirklich sehr wohl. Das muss ich sagen. Ist definitiv mit einem großen Plus zu versehen. Was mir übrigens sehr gut gefällt, das ist hier die Möglichkeit, die Informationen auf dem digitalen Cockpit anzeigen zu lassen. Ich habe hier, wie schon mal gesagt, glaube ich, diese unterschiedlichen Ansichten, also mit großen oder kleinen Rundinstrumenten. Ich habe dann die Möglichkeit, mir in der Mitte Zusatzinformationen zu den unterschiedlichsten Bereichen anzeigen zu lassen, wie zum Beispiel jetzt die große Karte, wenn ich will. Und kann eben hier zum Beispiel auch meinen Speicher abrufen für die Verbräuche. Kann aber hier zum Beispiel auch weiter scrollen und sehe eben dann auch zusätzliche Informationen noch. Kann mir so wirklich das Cockpit in der Form anpassen, wie ich es gerne hätte. Finde ich persönlich sehr schön. Kann hier zum Beispiel auch in die Karte rein und rauszoomen. Das ist tatsächlich sehr schön aufgeräumt und sehr ordentlich. Und das gilt zum Beispiel auch für die Kartenansicht hier in dem Mitteldisplay. Das ist alles sehr ordentlich, bietet unglaublich viele zusätzliche Informationen. Also ich habe hier zum Beispiel auch Informationen über den nächsten Parkplatz, wann der kommt. Ich habe hier den nächsten Autohof, habe Ankunftszeit, habe Verkehrsinformationen live übrigens, Live-Daten. Das hilft auf jeden Fall, wenn man Auto fährt, dass man einfach aktuelle Verkehrsinformationen hat, auf die das Navi zugreift. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und wenn wir über das Thema Navi sprechen, muss man auch eins sagen. Ich bin mit dem Auto jetzt schon mal eine große Strecke gefahren, das letzte Mal über 800 Kilometer am Stück. Und habe mich da voll und ganz auf das Navi verlassen. Und das Interessante war,
die angezeigte Ankunftszeit hat 100% gepasst. Und das, obwohl wir zwischendurch im Stau standen, obwohl zwischendurch Baustellen waren und so weiter und so fort. Das hat er wirklich schön exakt berechnet. Ich hätte nie gedacht, dass der so sauber kalkuliert, dass man eben weiß, wann bin ich da, auch wenn ein Stau kommt. Denn er hat eben den Stau einfach mal vernünftig mit eingerechnet. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Sorgt einfach dafür, dass der durch Fahrt planbar bleibt, zumindest soweit der Verkehr das zulässt. So, die Geschwindigkeitsbeschränkungen sind aufgehoben jetzt auf der Autobahn. Freie Fahrt. Jetzt gucke ich mal, ob ich mich durch den Verkehr wuseln kann, um mal ein bisschen Tempo zu machen. Wir wollen ja ausprobieren, wie laut und wie schnell ist der eigentlich, der A6 Allroad. Wie wir jetzt hören, bei 200. Geräuschniveau finde ich immer noch völlig in Ordnung. Klar, ich habe ein paar Windgeräusche. Das ist normal. Jetzt sind wir bei 228, 230. Übrigens liegt der immer noch, auch trotzdem ich hier gerade lange zu einer Autobahnkurve fahre, richtig klasse auf der Straße. 243, 249, 251, 52, also Höchstgeschwindigkeit ist locker zu erreichen. Wir sind jetzt bei 256 und fährt sich nach wie vor wirklich sehr angenehm. Überhaupt keine Unruhe im Auto, das Geräuschniveau ist gut, jetzt muss ich bremsen, weil da vorne ein paar Autos sind. Auch das sauber, schön dosierbar. Also da an alle Langstreckenfahrer und Vielfahrer, probiert es mal aus. Ich denke, der 3 Liter Diesel reicht. Wo wir gerade so schön flott unterwegs sind, wir erreichen gleich die 400 Kilometer Marke. Also haben dann 400 Kilometer Reise hinter uns, davon rund 50 Kilometer, nicht ganz, 45 sowas, über Land, Rest Autobahn. Und der Verbrauch, der ist immer noch sehr ordentlich. 7,5 wird aktuell angezeigt. Durchschnittsreisegeschwindigkeit 92 Kilometer pro Stunde. Ich finde, das ist ein ordentlicher Wert. Wobei man dazu sagen muss, ich konnte bis jetzt auf der Autobahn tatsächlich nicht schnell fahren. Es war die meiste Zeit eine Geschwindigkeitsbeschränkung da. Zum Teil sehr viel 80 oder 100, 120. Sodass wir dieses Auto nicht laufen lassen, nicht rennen lassen konnten. Das hoffe ich nachzuholen. Aber jetzt kommt direkt wieder die nächste Baustelle. Damit war es das mit meinem Traum vom schnellen Fahren. So, mittlerweile hat es angefangen zu regnen und das zwischendurch sogar ein bisschen heftiger. Ich nähere mich jetzt gerade der 500 Kilometer Marke, konnte aber die letzten 100 Kilometer doch eine ganze Zeit zügig fahren. Also ich habe zwar die Höchstgeschwindigkeit nicht nochmal erreicht, aber konnte auf jeden Fall flott fahren und fahre auch jetzt noch, obwohl das Wetter nicht optimal ist, bei über 150. Und auch da fühlt der A6 Allroad sich immer noch vernünftig an. Also kein Gefühl oder kein Empfinden von irgendwelchen Schwierigkeiten wegen des Regens. Ja, also bis auf die letzten 20 Kilometer ist bei mir alles Autobahn und von daher könnte ich mir vorstellen, dass wir die 8 Liter vielleicht noch knacken, vielleicht auch knapp drüber, aber auch das wäre immer noch eine sehr ordentliche Zahl für eine so lange Strecke mit einem so großen Auto. So, jetzt bin ich von der Autobahn abgefahren und habe jetzt noch, 20 Kilometer bis zum eigentlichen Ziel, weil ich noch einen Zwischenstopp einlege. Und aktueller Verbrauch 7,6 Liter nach rund 580 Kilometern, Großteil Autobahn und zum Teil auch wirklich zügig gefahren. Also gerade so die letzte, den letzten langen Teil der Autobahn bin ich wirklich flott gefahren. Jetzt ganz am Schluss gab es noch ein bisschen Baustelle und ein bisschen weniger flotte Fahrt, aber zwischenzeitlich war doch eine ganze Ecke, wo ich richtig zügig fahren konnte. Und ich bin persönlich tatsächlich überrascht, dass wir quasi unter dem angegebenen Wert bleiben. Also das ist für jemanden, der viel fährt, sicherlich eine interessante Information. Klar ist aber, wenn ihr das Auto wirklich tretet, also richtig Feuer gebt, dann werdet ihr mehr brauchen. Wie gesagt, ich hatte eine Strecke 800 Kilometer rund, wo ich sehr zügig fahren konnte, wo ich viel über 200 fahren konnte. Und da lag der Verbrauch dann doch bei so 9 Litern. Aber das ist nicht die normale Fahrt, die man heutzutage auf der Autobahn hat. Normal ist eher das, was ich heute hatte. Immer mal wieder ein bisschen Baustelle, ein bisschen
mehr Verkehr und dadurch eben diese hohen Geschwindigkeiten nicht durchgehend fahrbar. Wichtig ist aber auch, ich habe jetzt auf der Autobahn darauf verzichtet, halt Vollgas zu geben. Also dieses nach dem Motto, wenn einer vor mir weg ist, sofort flat out und durch. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin normal gefahren. Also jetzt nicht so nach dem Motto, ich will sehen, dass meine Frau schreit, sondern wirklich normal Auto gefahren, ohne zu hetzen. Aber wie gesagt, nicht besonders spritsparend. Also einfach nur Auto gefahren halt. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ich fahre, wenn ich dann gleich meine so 600 Kilometer dann voll habe, fahre ich zur Tankstelle. Bis dahin wird sich diese Anzeige nicht groß verändern. Falls doch, löse ich es in der Abmoderation auf. Aber definitiv erzählen, was er verbraucht hat, das tue ich dann tatsächlich erst, wenn ich nachgetankt habe. Denn dann weiß ich zum einen, wie groß ist der Unterschied zwischen der angezeigten Menge im Durchschnitt und der tatsächlichen verbrauchten Menge im Durchschnitt. Und dann weiß ich eben auch ganz genau, was hat er eigentlich wirklich gebraucht, wenn ich den Zapfhahn rein und wieder rausnehme. Denn das ist eigentlich der Wert, der mich jetzt wirklich interessiert. Und das Schöne ist, dank der großen Reichweite des Fahrzeugs musste ich heute zwischendurch nicht nachtanken. Und das erspart mir wieder eine Addition. Also dann sage ich mal bis gleich mit der Auflösung unseres Rätsels. Was braucht ein Audi A6 Allroad 3 Liter TDI mit 286 PS oder 87 PS, egal, auf 100 Kilometer, wenn man ihn über die Autobahn fährt? Das war sie, meine etwas längere Verbrauchsfahrt im Audi A6 Allroad Quattro mit dem 3 Liter TDI Motor an Bord. Bevor wir aber über das Thema Verbrauch sprechen, ganz kurz ein bisschen was zum Auto im Allgemeinen. Wenn ich mir den Innenraum von dem A6 Allroad angucke, kann ich nur sagen, einfach wunderschön, super klar, super schöne Linien, tolle Materialien und das Thema Head-Up-Display kombiniert mit dem digitalen Cockpit und dem großen 10 Zoll Navigationssystem ist einfach so ein Arbeitsplatz, in dem man sich richtig wohlfühlt. Was außerdem extrem positiv auffällt, ist der Platz im Vorn, denn ich kann hier hinter mir, denke ich, auch bei längeren Strecken oder auf längeren Strecken extrem bequem sitzen, denn ich habe Kopffreiheit und Kniefreiheit über und ich bin immer noch fast 2 Meter groß. Was außerdem super positiv auffällt, das ist die Ruhe im Auto. Man fährt, der Wagen liegt unglaublich satt auf der Straße, liegt sicherlich auch an der serienmäßigen Luftfeder und an der Allradlenkung, aber selbst bei der Höchstgeschwindigkeit von 250 habe ich immer das Gefühl gehabt, den Wagen super zu kontrollieren, ohne es zu müssen. Der läuft wirklich, wie Audi früher mal gesagt hat, wie auf Schienen. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist das eine Thema Verkehrszeichenerkennung, die eigentlich super funktioniert, aber die gerne mal Verkehrszeichen nimmt, die für mich gar nicht gedacht sind. Zum Beispiel auf der Abbiegespur der Autobahn, dann erkennt er plötzlich ein Schild 60 und reduziert die Geschwindigkeit. Ist hier und da nicht so schön. Und was mich ein bisschen beim Fahren gestört hat, ist das Thema Spurhalteassistent, denn der hält die Spur 1A. Wenn ich aber die Spur überlenken will, also das heißt überholen will bzw. wieder einscheren will, ohne zu blinken, dann lenkt er ein bisschen mehr gegen, als ich das von manch anderem Fahrzeug und den Spurhalteassistenten gewöhnt bin. Wenn ich mir das Exterieur vom Fahrzeug anschaue, ich finde, dass Audi hier ein richtig schönes Auto hingestellt hat, das trotz seiner Größe super dynamisch daherkommt. Das Einzige, was mir hier nicht ganz so gut gefällt, ist vorne der Kühler mit den beiden großen Sensoren. Da bin ich nach wie vor der Meinung, das hätte man vielleicht ein bisschen schlichter, ein bisschen versteckter machen sollen. Ist nicht mein Geschmack, aber das ist reine Geschmackssache. Jetzt aber noch Thema Verbrauch. Wir haben jetzt mit dem Auto 598 Kilometer gefahren und dabei den größten Teil Autobahn. Es waren ungefähr 50 Kilometer Landstraße dazwischen und zum Teil relativ flott. Ich habe sogar über 250 erreicht zwischenzeitlich, aber natürlich zwischendurch auch Staus, ruhiges Fahren, Geschwindigkeitsbeschränkungen und so weiter und so fort. Und Audi gibt den Wagen an mit einem Wert von maximal 7,8 Litern auf 100 Kilometer nach WLTP, also nach dem neuen Messverfahren. Nach meinen 598 Kilometern habe ich nachgetankt 47,84 Liter. Wenn ich das auf die Strecke runterrechne, dann lande ich nicht bei den angezeigten 7,6 Liter, sondern bei rund 8. Glatt 8 Liter auf 100 Kilometer, aber für ein 2 Tonnen schweres, großes Fahrzeug mit Allradantrieb flott bewegt, ist das für mich ein Wert, der ist absolut in Ordnung. Ich habe das Fahrzeug vorher, habe ich glaube ich schon gesagt, mal eine längere Strecke, 800 Kilometer, richtig rangenommen und hatte einen Wert von knapp über 9. Also das ist wirklich ein Auto für Leute, die lange Strecken fahren wollen, komfortabel und eben nicht andauernd an die Tankstelle wollen. Ein Nachteil hat dieses Auto allerdings, denn die Basis unseres Fahrzeugs hier liegt bei 64.500 Euro.
Damit aber nicht genug, denn dank der vielen Extras, die wir an Bord haben, landen wir hier bei unserem Testwagen bei einem Endpreis von über 96.000 Euro. Und das ist tatsächlich etwas, was ich nicht so sehr mag, dass ich ein relativ teures Auto kaufe und unendlich viel dazu konfigurieren kann, um mein Fahrzeug, das ich fahren möchte, zu haben. Und dann der Preis quasi so hoch ist, dass ich schon mehr oder weniger A3 oder ein A4 mit rein konfiguriert habe. Man muss aber fairerweise dazu sagen, das ist aber nicht nur bei Audi so, das sehen wir auch bei vielen anderen Premium-Herstellern.